Hallo, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem heutigen Spiel. Ihre Kommentatoren sind auch heute wieder einmal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute präsentieren wir Ihnen ein Ligaspiel. O'Higgins gegen Audax Italiano. Wir sind also zu Gast in der Liga. Eine spannende Partie, zwei interessante Mannschaften. Und ja, da schauen wir mal, wer das bessere Ende für sich hat. Bringt alles durch den Süßschalle Mann, doch das Spiel, wie kann es anders sein? Das gewinnt der andere Verein. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Wir sehen bei Ihnen heute ein klassisches 4-4-2. Klassisch deshalb, weil da tatsächlich zwei Viererketten aufgestellt sind. Häufig wird heute ja eher mit einer Raute gespielt oder in ganz anderen Formationen. Ich gucke mir das jetzt mal an. Hier kommt die Aufstellung der Gäste. 5-3-2 sehen wir heute bei Ihnen. Ist auch nicht die gebräuchlichste aller taktischen Grundordnungen. Ja, aber wer weiß, Wolf, das könnte schon passen. Grundsätzlich sind Sie damit natürlich erstmal defensiv ausgerichtet. Aber dann kommt es aufs schnelle Umschalten an. Beide Mannschaften sind bereit. Es geht los. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Sieht gefährlich aus. Flanke bleibt hier also ergebnislos. Martinez. Und da ist der Ball wieder weg. Klasse Pass. Flanke jetzt. Das hätte gefährlich werden können. Martinez. Wird schwer gegen sie. Sie treten zu Hause an und sind derzeit auch das Team mit den meisten Toren in der Liga. Und wenn sie das auch heute auf dem Rasen zeigen können, dann dürfte das hier eine tolle Partie werden. Da haben sie... Oh, das sieht nicht gut aus. Könnte gelb geben. Es gibt die gelbe Karte und in dem Fall ist das noch eine gnädige Entscheidung, Buschi. Bin ich bei dir, Wolf. Er geht hier mit vollem Einsatz rein. Da kann man auch über mehr nachdenken. Martinez. Die Chance! Kein Tor, er setzt den Ball daneben. Weg ist der Ball. Jetzt ist es gefährlich. Klasse gemacht, stark geblockt. Kurze Ecke. Gut gearbeitet. Er hat den Ball. Ball kommt in die Mitte. Die Kopfballchance, aber das ist natürlich schwach. Ja, ärgert ihn auch, sieht man. Vielleicht wollte er da am Ende zu viel. Das war vom Timing nichts. Kein guter Abschlag. Was können Sie jetzt draus machen? Gute Chance. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Der Blick auf die Tabelle dürfte Ihnen derzeit Freude bereiten. Klasse Pass. Was macht er draus? Jetzt der Schuss! Sie liegen vorne und schauen Sie sich diesen Jubel an. Die Fans liegen sich in den Armen, die Spieler liegen sich in den Armen. So hatten Sie sich das vorgestellt. Kurze Distanz, kein Thema für ihn. Das macht er ganz souverän. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Der Ballverlust. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Und jetzt der Schuss. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können Sie jetzt das Spiel aufziehen.
Er trifft zum zweiten Mal in dieser Partie. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Schönes Zuspiel. Da müssen sie aufpassen. Fällt das Tor doch noch? Der Ball ist drin. Der Kerl ist on fire. Das war schon sein drittes Tor im heutigen Spiel. Und das ist Tor Nummer 3. Eine wirklich überragende Leistung heute von ihm. Hier nochmal dieser Treffer. Sie sind geduldig und warten. Der Angriff könnte was werden. Den Ball hält er gut. Ecke in die Mitte. Die Kopfballchance, aber das ist natürlich schwach. Ja, ärgert ihn auch, sieht man. Vielleicht wollte er da am Ende zu viel, das war vom Timing nichts. Müller. Jetzt ist es gefährlich. Super dieses Zuspiel. Gefährlich. Und jetzt die Chance. Brillant gemacht. Erdschuss, natürlich klasse, aber es klingelt schon wieder. Also das könnte richtig schlimm werden. Ja, da muss der Gegner schon mal aufpassen, dass er hier nicht richtig unter die Räder kommt. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Vorwärtsbewegung jetzt, das sieht alles sehr überlegt aus. Jetzt ist der Ball doch noch weg. Gut aufgepasst und verteidigt. Schönes Zuspiel hier. Jetzt vielleicht. Nicht drin. Klasse vom Torwart. Flanke kommt ganz weit. Oh, Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Martinez. Partie ist einseitig und wahrscheinlich zur Pause schon entschieden. Es steht 4:0. Also, der macht hier bislang einen richtig guten Eindruck. Starker Auftritt von ihm. Er versucht es aus allen Lagen. Ob sie hier noch was anbrennen lassen? Durchgang 2 läuft. Da verlieren sie den Ball. Gute Aktion. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Den Ball hat er. Verdugo. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Ja, könnte was werden. Und jetzt ist der Ball geklärt. Sie müssen aufpassen. Martinez.
Ich muss ganz offen sagen, mich überrascht dieser Zwischenstand noch immer ein bisschen. Ich hätte gedacht, dass es ausgeglichener zugeht. Ja, aber so kann es gehen. Es gibt manchmal diese Spiele, da gelingt einem Team alles, dem anderen nichts. Das ist heute so. Nicht ungefährlich, kein guter Abschlag, jetzt müssen Sie aufpassen. Toller Pass. Kann er was draus machen? Und jetzt haben Sie den Ball. Macht er gut. Klasse Pass. Jetzt ist es gefährlich. Weite Flanke, nicht ungefährlich. Der Kopfball jetzt. Und die Balleroberung, wichtig. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Da schießt er den Ball knapp übers Tor. Jetzt kommt der Wechsel. Eine ganz, ganz starke Leistung war das heute von ihm. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Martinez. Das war wichtig, diesen Ball noch abzufangen. Das hätte was werden können. In den freien Raum. Den spielt er steil. Ganz gefährlich. Und da klingelt den Kasten. Den setzt er stark direkt neben den Pfosten. Nicht zu halten für den Torhüter. Ganz stark gemacht von ihm. Der Ball in meinen Augen. Über weite Strecken waren wir das bessere Team. Und jetzt spiegelt sich das auch im Ergebnis wieder. Ja, das Tor ist absolut verdient. Sie haben das Spiel hier wirklich im Griff. Ja, er kann wirklich hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt. Und jetzt ist das Spiel hier doch unterbrochen und für das Foul von vorhin gibt es Gelb. Gut vom Schiedsrichter, da hat er zunächst ganz richtig den Vorteil abgewartet. Da grätscht er voll in den Mann, riskante Aktion. Da gibt es kein Vertun, der Schiedsrichter liegt richtig mit seiner Einschätzung. Da verlieren sie den Ball. Was macht er draus? Gute Ballführung und das will er jetzt alleine machen. Und er ist drin. Ein Tor für die Moral. Zumindest fällt die Mannschaft hier nicht vollständig auseinander. Ah, da siehst du als Torwart nicht gut aus. Er hält den Ball erst, aber er hält ihn eben nicht fest und dann geht er doch noch rein. Das zeichnet einen echten Torjäger aus. Er steht genau da, wo der Ball hinspringt. Klar, nachdem der Torwart den ersten nicht festhalten konnte, da reagiert er am schnellsten. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Und da ist der Ball wieder weg. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Und da haben sie den Ball. Nachspielzeit sind 3 Minuten. Ah, ich glaube, das war natürlich kein guter Pass.
Verdugo. Das ist es gewesen. Das Spiel ist vorbei.